Ja, hallo liebe Fußballfreunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni und es geht mal wieder weiter mit dem Fußballmanager 13. Ja, so ein bisschen was hat sich ja in letzter Zeit auf meinem Kanal geändert. Ich habe ja jetzt FIFA 17 dabei genommen, The Journey spiele ich ja dort und ich spiele mit Sheffield United. Wie ich sehe, eigentlich kommt das ganz gut an, also die Resonanz ist nicht schlecht, da bin ich erstmal zufrieden. Aber natürlich habe ich hier unser Kernthema Hansa Rostock, unsere alte Ikone hier. Das ist natürlich das Let's Play, wo mein Herz im Moment nach wie vor am meisten dran hängt. Das wisst ihr auch. Ja, ich habe so ein paar Neuigkeiten mit eingebaut in dieses alte Let's Play. Also ich hoffe, dass die Bilder jetzt hier mit angekommen sind. Ich werde demnächst dann noch die neuesten Wappen hier mit reinbringen. Also das sehen wir jetzt auch hier an den Bildern. Ich müsste mal bei Patrick Weihrauch gucken, da könnte man es wahrscheinlich sehen. Patrick Weihrauch ist ja verletzt. Und natürlich hatte ich früher noch die alten Bilder von Patrick Weihrauch. Nee, da hat sich eigentlich nichts geändert, oder? Ich weiß es nicht. Ist immer schlecht zu erkennen. Auf jeden Fall habe ich hier die Bilder drinne mit eingebunden in das Spiel und ich glaube, das ist auch alles mit dabei. Na, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich wieder so ein paar Sachen mit eingebaut. Torwart-Trikot, dann Schiedsrichter-Trikot habe ich geändert. Ich habe auch wieder neue Trikots hier für Hansa Rostock mit eingebaut. Für die jeweiligen Wettbewerbe, für den DFB-Pokal, für die Bundesliga, für Europapokal, Champions League etc. pp. Habe ich jetzt alles mit drinne. Ja, wir müssen uns mal so ein bisschen reinfinden in das Let's Play. Vlacho Dimos ist verletzt, deswegen musste ja Brinkis rein. Und zwar ist Vlacho Dimos ist richtig. Für 2 Wochen, aber ich glaube, der gute Patrick Weihrauch ist ja noch länger verletzt. Auch noch 2 Wochen. Ja gut, das geht noch. Okay, dann würde ich sagen, dann können wir den Wochenverlauf starten. Nächster Gegner. Ich glaube, diese Woche ist jetzt rum. Müssen wir mal gucken, wer nächster Gegner ist. Genau, die Woche ist jetzt rum. Wir lassen es laufen. Und der nächste Gegner ist Werder Bremen, wo wir sehen, dass Julian Alschwede und Gene Zimmer genannt sind, also bester Spieler. Hier ist Transfergeschehen, ist nichts passiert. Jetzt ist meine Maus weg oder was? Was ist denn jetzt passiert? Ach mein Gott, manchmal kriegt man hier das Kotzen. Ich gehe mal kurz raus aus dem Let's Play, bin dann gleich wieder für euch zurück. Ach, ich habe mich jetzt entschieden, das Let's Play hier, ich mache das mit der Laptop-Maus jetzt, es geht ja zur Not auch mal. Ist zwar suboptimal, ich will mal gucken, ob ich hier noch die Maus irgendwie in Gang kriege. Ich glaube, ich muss die Batterien austauschen. Ja, das ist so, wenn man mit Elektromäusen spielt, immer so ein bisschen der Nachteil. Okay, dann muss ich das jetzt mit der Laptop-Maus machen, das geht aber ziemlich gut. So, wir haben den 5. Spieltag. Muss ich jetzt hier nochmal notieren. Und ja, wir müssen die Mannschaft noch ein bisschen umändern. Obwohl, wenn ich jetzt mir so die Stärken angucke hier. Der Kevin Seitz hat hier eine 12. Ich habe ja hier Poyampalo und so. Die sind ja alle im Moment draußen. Da muss ich mich erstmal mit der Maus hier eingrufen. Also wir könnten jetzt Boateng, der hat auch nur eine 8. Weihrauch ist verletzt. Benno Schmitz hat nur eine 9. Das sind natürlich Stammspieler, aber wir dürfen ja nicht vergessen an der Stelle, so eine Mannschaft entwickelt sich ja auch. Und wenn ich jetzt hier gucke, dass Denise Aftenjay nur eine Frische von 83 hat, kann ich ihn immer noch auflaufen lassen für das Spiel. Boateng wäre jetzt frischer.
Aber zuletzt waren die Leistungen von Dunis Avdija einfach genial, genau wie Lars Bender hier mit einer 14. Also da will ich dann doch nichts ändern. Dann wollen wir uns mal den Gegner angucken. Was ist denn jetzt hier bitte schön los? Was ist denn jetzt hier los? Sieht ja aus, als wenn ich hier ein neues Spiel hätte. Also, wo sind denn meine Einstellungen? Ja, das ist ja bekloppt. Das ist ja bekloppt. Ja, normalerweise muss ich doch jetzt nur... Kann ich das nicht laden hier? Ist jetzt irgendwas schief gegangen. Gucken wir mal. Das scheint so, als wenn ich hier meine Dings gelöscht hätte, ne? Gucken wir mal hier. Ist ja bekloppt. Nee, mit der kann ich nicht spielen. Ach Leute, das kotzt mich jetzt aber hier an, ey. Jetzt muss ich die ganze Kacke hier ändern, oder was? Ich hatte das doch schon alles geändert, Mensch. Oder habe ich hier unten noch was? Nee. Das kotzt mich jetzt an, Leute. Jetzt gehe ich nochmal hier auf Vergleich, weil jetzt muss ich erstmal die Formation richtig ändern. Was ist denn da schief gegangen? Ach, Mann, 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 Musso. Kann man auch vergessen. BVB. Haben wir auch vergessen. Wir müssen völlig neue Dings anlegen, ne? Ach, das kotzt mich jetzt an, weil vor allen Dingen ich jetzt hier mit der Laptop-Maus, das kotzt mich an. Ach, Leute, 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 Leute. 4-1-4-1. Ja, das dürfte meine sein. Muss ich gucken, ob die Laufwege hier sind wahrscheinlich... Ach, ich hab's geahnt. Also da hat sich irgendwas verstellt. Ich weiß nicht, wodurch das passiert ist. Weil ich mache das, das wollte ich euch nochmal erklären, um das 3D-Spiel fair zu spielen hier gegen die KI. Hat mir mal jemand gesagt, ist es am besten, nur die Grundeinstellung zu verwenden. Weil sobald ich hier diese Laufwege nehme... wird dieses 3D-Spiel einfach peinlich, weil dann gewinnst du fast gegen jeden Gegner. Und wenn du so spielst, dann hat die KI eine gute Chance und dann wird das auch einigermaßen realistisch. Ach Leute, jetzt ist alles weg hier. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Da muss ich jetzt erstmal neu alles einstellen. Okay. Ganz ruhig, Fritzi. Fritzi Blitzi, ganz ruhig. So, detailliert. Dann müssen wir natürlich hier... Ich muss mich erstmal mit der Maus hier eingrooven. Ach Leute, das kotzt mich an, ey. So. Okay. Jetzt speichere ich das. Das nennen wir jetzt natürlich FC Hansa. So. Dann ist das jetzt erstmal geklärt. Hier bei den Anweisungen. Wie ging das denn jetzt? Ja, wie gesagt, Freunde, ich habe jetzt hier eine Maus, eine Laptop-Maus.
Oder geht das hier mit rechts? Ach, so geht das. Ja, ich muss mich erst hier dran gewöhnen. Weil meine Elektromaus hier, die ist ausgefallen. Die muss ich jetzt hier so ein bisschen dribbling, wollte ich noch angeben. Okay, den Rest lassen wir erstmal noch offen. So, dann können wir das überschreiben. Und dann können wir jetzt eigentlich ins Spiel gehen. Dann sage ich euch Tschüss und Bye und viel Spaß und ja. Hallo liebe Freunde, hier im Heimspiel gegen Werder Bremen. Ja, ich habe gesehen mit den Trikots, das hat irgendwie nicht geklappt, aber der Referee, die haben schon mal die richtigen Trikots, das gefällt mir schon mal und die Torhüter sehen auch gut aus, aber da muss ich noch mal gucken bei den Einstellungen mit dem Trikot, da hat das nicht geklappt, was ich eigentlich vorhatte, aber egal. Das kriege ich noch hin. Spätestens bei der nächsten Folge habe ich das dann abgeändert. Ja, Tabellenstand habe ich jetzt nicht eingeblendet. War ja jetzt nicht der allerbeste. Wir müssen uns erstmal wieder stabilisieren. Also meisterlich sind wir bis jetzt nicht in diese Saison reingegangen. Dunis Avdija unter Königstransfer. Der ist allerdings voll integriert mit dem guten Ronny Marcos. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, da glaube, da war der Stand zuletzt, dass wir ihm die Verlängerung zwar angeboten haben, aber seine Forderungen waren exorbitant. Da habt ihr mir auch in großen Teilen zugestimmt, da habt ihr auch zu mir gesagt, nee, Meloni, mit 28 Jahren hat man so seinen Zenit erreicht und dann einem Spieler noch so viel Geld zu bieten. Wir haben das ja mit Kevin Prince Boateng hinter uns. Aber klar, wenn du mit einer Mannschaft in der Champions League spielst, wenn du mit einer Mannschaft um die Meisterschaft kämpfst, dann haben die Spieler ihre Ansprüche. Das ist ganz klar. Oder sie gehen. Und dann kann natürlich so ein Team schnell zerbrechen, wenn du diese Entwicklung nicht mitmachst. So, jetzt haben wir das Problem, das Stürmerproblem, dass Dunis Avdija, dass Patrick Weihrauch und auch Poyampalo noch nicht ihre Form haben der letzten Saison, wo sie uns zur Meisterschaft geschossen haben und auch zum Champions League Sieger, das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Beste, was dieser Verein jemals erreicht hat hier. Und natürlich hast du immer in einer Saison nach so einem Höhepunkt, sage ich jetzt mal, nach so einem Erfolg, den du natürlich nicht immer jede Saison beliebig wiederholen kannst, außer vielleicht Bayern München. Musst du immer wieder mit solchen Entwicklungen rechnen, dass Spieler, die in der Saison davor wirklich alles gezeigt haben, sich wahrscheinlich auch ausgepumpt haben, vielleicht auch ja, zu viel an Leistung abrufen mussten, um diese Ziele zu erreichen. Jetzt geht hier Werder Bremen 1:0 durch Julian Alschwede, der wirklich ein gefährlicher Torschütze ist. Gehen sie in Führung. Ja, und Leute, was soll ich euch sagen? Die Saison fängt wirklich sehr schwer für uns an. Ich habe ja gesehen, ihr habt ja auch meine Frage dahingehend beantwortet, wie ihr so ein bisschen schätzt, dass wir, wie wir die Saison am Ende platziert beenden werden. Ja, da habe ich ein paar Meinungen gesehen, die dann so gesagt haben, ja, du wirst Dritter werden, im DFB-Pokal wirst du gewinnen und Champions League wirst du ins Halbfinale kommen. Das wäre ja schon mal super, wenn wir das schaffen würden. Aber wie wir das hier im Moment sehen, die Mannschaften wehren sich alle gegen uns. Die sind natürlich heiß, wenn sie gegen den Champions League-Sieger auflaufen und den Meister des Vorjahres. Und dadurch, dass der Sturm jetzt so stark weggebrochen ist und wir keine beständigen Torschützen haben. Aber hier sehen wir
den guten Brinkis in seinem schönen Trikot. Das ist, wie gesagt, das hat geklappt mit dem Einbinden hier in das Spiel. Muss ich sagen, haben wir echt Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass meine Mannschaft heute das Spiel in irgendeiner Form noch umbiegt. Borswick, da hat es ein Handspiel gegeben. Und wir erwarten den Freistoß geschossen durch Ronny Marcos, unserem Freistoßspezialisten Nummer Uno. Der Ball kommt gut. Güfaldson war das. Noch ist der Ball heiß, aber jetzt klärt Bremen und versucht da gleich einen Konter zu setzen. Aber Tah, unser Abwehrchef, ist da. Peitscht jetzt den Angriff nach vorne. Boah, ist gar nicht zu bremsen. Der Ball kommt scharf in die Mitte. Ja, und da steht normalerweise ein Stürmer, der den Ball wirklich locker einschiebt. Aber wie gesagt, wir haben ein Sturmproblem. Güfaldson. Kein schlechter Stürmer. Aber er bleibt nach wie vor noch den Beweis schuldig, ein Top-Torstürmer zu werden. Da ist er wieder. Und die Bremer machen das recht gut. Können unsere Angriffsversuche bis jetzt einigermaßen eindämmen und sind auch in der Offensive recht gefährlich, sodass wir immer wieder aufpassen müssen, hier keinen Konter uns einzufangen. Aber im Moment ist es sehr, sehr schwierig. Also es wird eine richtig schwere Saison, habe ich das Gefühl. Die Mannschaft ist ja jung. Ich glaube, einer der jüngsten Teams in der Bundesliga hier. Sollte man gar nicht glauben, weil man hat ja doch viele Spieler drin, die die man schon lange kennt, aber die jetzt auch lange beim Verein sind und dadurch kommt einem so eine Mannschaft älter vor, als sie, wie sie tatsächlich ist. Also vom Alter ist das immer noch eine der jüngsten Teams hier. Güfaldson. Kommt nicht durch. Da ist er wieder. Da hat hinten alle Hände voll zu tun. Paulsen, der sich jetzt hier gerade verletzt. Auch ein gefährlicher Stürmer. Kommt ja, glaube ich, aus Dänemark. Muss jetzt ersetzt werden. Wird ersetzt durch Julian Green. Und da ist Ahlschwede und bringt es in seinem herrlich schönen... Ja, das ist wirklich schön, dass diese... Ach, diese komischen Pink-Trikots da weg sind. Güfaldson nimmt Anlauf. Dunis Aftecay tanzt sich hier durch die Abwehr. Wird aufgehalten oder kommt von links Nero. Nee, Reno. So, Entschuldigung, nicht Nero. Nero habe ich ja gar nicht in der Mannschaft. Was ist denn da für eine Scheiße? Heinze. Heinze macht Druck jetzt über außen. Güfaldson. Dunis Aftecay. Der das Spiel gut lenkt. Nochmal Aftecay. Ist durch, aber wird dann abgefangen. Borswick Jackson, der Gott sei Dank wieder ins Team gefunden hat. Und schöner Schuss und da ist der Nachschuss und da ist der Ball drinne. Und wer hat's gemacht? Kevin Seitz. Und wir rutschen auf Tabellenposition 5. Ja, wie gesagt, es ist eine schwere Saison, aber die Mannschaft hat Moral, die Mannschaft kämpft. Die machen weiter Druck. Freistoß für uns. Sieht so aus, als wenn meine Mannschaft noch vor der Halbzeit hier und da kriegt Jerome Boateng, der jetzt hier bei Bremen spielt, in meinem Let's Play, kriegt hier die gelbe Karte. Ehemaliger FC Bayern Spieler. Und jetzt der Freistoß. Auf Reno, der sich gut reingekämpft hat von der zweiten Mannschaft. Güfaldson, der weite Wege geht hier, wie ich finde. Reno kommt nicht durch. Ich denke, wir gehen mit dem Unentschieden in die Pause. Toni Kroos, nicht Toni Kroos. Das ist der Bruder von Toni Kroos, sage ich jetzt. Aber das Spiel geht noch weiter. Es sind 3 Minuten angezeigt wegen... Ja, muss halt verlängert werden einfach.
Das gibt wieder eine gelbe Karte. Oh, das gibt eine rote Karte hier für Felix Groß, so heißt er. Der Bruder von Toni Groß. Und der muss runter vom Platz. Harte Entscheidung jetzt hier gegen die Bremer. So dass wir in der zweiten Halbzeit mit dem nötigen Druck vielleicht hier als Sieger vom Platz gehen können. Wäre ganz wichtig für uns. Aber sie versuchen nochmal. Also der Schiedsrichter lässt hier lange laufen. Weiß nicht, warum er so lange laufen lässt. Und die nächste Karte, diesmal für uns, gelb. Das ist, glaube ich, Bender. Hier gegen Aalschwede. Ah, muss ich jetzt nicht unbedingt eine gelbe Karte für geben, sage ich. Und der Schiedsrichter lässt immer noch weiterlaufen. Das gibt's doch gar nicht. Das sind ja jetzt schon gefühlt 5 Minuten, die er nachspielen lässt. Im Ostseestadion. Und Abstoß durch Brinkis, der sich sehr freut über die Chance hier wieder, weil Vlachodimos verletzt ist. Vielleicht nutzt er ja die Chance. So, wir gucken mal. Ja, Bender können wir gleich gegen Kramer austauschen. Das machen wir aber nach der Pause oder dass Nijam vielleicht reinkommt. So gesehen, die Spieler sind soweit ganz gut in Schuss. Machen wir mal die Spielergespräche. Und die Halbzeitansprachen. Oh ja, sehr zufrieden bin ich auf keinen Fall. Hier ist heute mehr drin, sage ich den Spielern. Dann gehen wir raus in die zweite Halbzeit und ich werde jetzt schon mal den... Na, so früh würde ich den Wechsel jetzt nicht machen. Na, das ist abseits. Ja, da hat Tunis Aftijai nicht gut mitgedacht. Sonst wäre es eine gute Aktion gewesen. Aber ganz klar, abseits. Schiedsrichter hat das richtig entschieden. Und die Bremer jetzt hier in Unterzahl. Kommen jetzt über außen, über Green. Und da ist Kevin Seitz, der die Sache auf rechts ganz gut macht. Ja, Schmitzgatz muss da aufpassen in der Saison, nicht, dass er seinen Stammplatz verliert. Wieder Seitz, der ja auch heute das Tor erzielt. Das ist 1:1. Jetzt über außen Green. Oh, der ist schnell. Versucht den Ball nach innen zu flanken, aber Bender steht gut. Aftijai, den es jetzt natürlich ein bisschen an Frische fehlt, das haben wir ja gesehen. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn durchspielen lassen oder früher auswechseln. Reno macht das hier gut. Boswick Jackson, wie gesagt, wieder im Team drinne. Hat ja letztes Jahr eine lange, langwierige Verletzung gehabt. Hat dadurch auch erstmal seinen Platz verloren gehabt und Julian Neu konnte sich ein bisschen entwickeln. Aber jetzt ist er wieder im Team und ganz wichtig für uns. Güfelsson. Oh, das macht das sehr stark jetzt. Aber dann mit einem Fehlpass. Und der Ball ist aber noch heiß. Boswick. Boswick, kommt er durch? Sieht so aus. Wird gelegt. Schiri lässt laufen. Hat er Vorteil gelten lassen. Müssen wir akzeptieren. War richtig. Obwohl ich glaube, hier wäre es besser gewesen, dann den Freistoß zu bekommen. Aber egal. Wieder ein ruppiges Foul. Wieder eine gelbe Karte. Also Bremen hat hier eine harte Gangart. Janis Ruge kriegt hier die Karte. Harte Gangart der Bremer, muss ich sagen. Hier gegen Güfelsson. Von hinten, das ist nicht schön, das sieht man nicht gerne. Und Freistoß durch Tah, unserem Abwehrchef. Tunis Aftijai. Nochmal auf Außen auf Boswick Jackson. Der macht einen Fehlpass. Bender ist da, fängt den Ball ab. Güfelsson. Außen über Seitz, aber das ist abseits. Wir wechseln mal aus. Und zwar nehme ich jetzt Lars Bender raus, weil er doch gelb gefährdet ist. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit der Laptop-Maus hier hinkriege. Mal kurz antippen. Gar nicht so einfach. Leute, mit meiner normalen Maus, das geht nicht. Geht
das hier mit. Da kann ich nur Spielerinfo. Mal ins Leere klicken. Gar nicht so leicht. Ich weiß jetzt nicht. Tja, Leute. Ah, jetzt habe ich ihn. Ich hatte ihn. Ich hatte ihn. Ich tippe da immer so drauf, aber... Ja, das dauert jetzt, ne? Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn ziehen. Und zack. Ja, das hat jetzt geklappt. Oh, so echt schwer, ey. Im Sturm würde ich gerne mal Michael Wright versuchen. Kriege ich den jetzt? Ich habe ihn. Und den würde ich jetzt gerne für Giffords... Ah, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Ist nicht so. Ah, jetzt habe ich ihn. Und jetzt gegen Giffordson austauschen. Ja, geht, wie gesagt, tut mir leid, ist mit der Maus jetzt hier so ein bisschen schwieriger mit der Laptop-Maus. Aber gleich werden dann die Wechsel durchgeführt, sobald die nächste Möglichkeit zum Wechseln gegeben ist. Wright aus der Reserve kriegt hier seine Chance, weil Weihrauch verletzt ist. Vielleicht ist er ja ein Mann, der sich in der Zukunft durchsetzen kann. Ja, ich sag mal, solche Krisen oder solche Verletzungspausen, es sind ja auch ehemals solche Spieler wie Patrick Weihrauch in die Mannschaft gekommen. Ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und das ist im Fußball nun mal so. Da kommen die Wechsel. Da kommt Kramer. Und jetzt kommt Michael Wright oder Michael Wright ins Team. Bin sehr gespannt, was er jetzt noch zaubern kann, die letzten 29 Minuten. Und da ist er schon am Ball. Kramer auch, gerade reingekommen, gleich erste Ballberührung. Green ist da sehr aktiv bei den Bremern, auf der linken Seite, auf der linken Angriffsseite. Und jetzt Ruge. Schöner Pass auf Aalschwede, der ist wie gesagt bombengefährlich. Und Wright. Könnt ihr jetzt auf Außen spielen, das macht er auch, nimmt ihr Kevin Seitz mit. Der kann wieder nur durch einen Foul gebremst werden. Ich weiß nicht, Schiedsrichter gibt keine Karte. Ja, er will wahrscheinlich auch verhindern, dass jetzt hier jedes Foul nicht dazu führen sollte, einen Spieler vom Platz zu stellen. Flanke kommt rein. Bremen kann erstmal klären, aber Ball wird abgefangen von Harry. Schöner Pass in die Spitze. Und der Ball ist drinne. Das war kein Abseits. Und wer hat es gemacht? Christoph Kramer, der neue Mann. Wunderbar. Yeah. 2-1. Jetzt sind wir doch ein bisschen besser dabei. Aber natürlich muss man gestehen, dass die rote Karte natürlich für die Bremer schon echt bitter ist, echt hart ist. Und das spielt uns in die Karten. Und... wir können natürlich hier mit unserem Team, wenn wir jetzt in Überzahl sind, ganz gut dagegen halten. Und die Bremer müssen natürlich mehr laufen. Das kostet Kraft und das führt natürlich zu solchen Möglichkeiten, die wir jetzt eben gerade genutzt haben. Und aber noch ist das Spiel nicht zu Ende. Wir dürfen den Tag nicht vom Abend loben. Bremen nach wie vor mit Aalschwede hier gefährlich. Und da sehen wir Brinkies, der beweist, dass er die Klasse hat, hier in der Bundesliga zu spielen. Für ihn nochmal eine schöne Sache, hier mal 3-4 Spiele oder 5-6 Spiele hier in der Bundesliga zu absolvieren. Macht sich in seiner Vita gut. Und dafür haben wir ihn ja auch wieder zurückgeholt. War damals in der dritten Liga unser Stammtorwart. Ist dann weggegangen von Rostock und weil er in der Fremde nicht glücklich war, haben wir ihn zurückgeholt. War dann auch kurzweilig die Nummer 1 und dann hat ja sich damals unser guter Reimann durchgesetzt, der mittlerweile in Schalke spielt und
als der dann weggegangen ist, haben wir mit Vlacho Dimos wirklich einen tollen Torwart gefunden, der jetzt auch in der deutschen Nationalmannschaft hinter Reimann der Torwart Nummer 2 ist. Also Rostock immer eine gute Adresse für Torhüter in Deutschland. Und ja, wir haben ja sowieso, finde ich, eigentlich so eine Talentschmiede hier. Da wollen wir auch in Zukunft dran arbeiten. Wir sind halt ein Verein, der davon lebt, nicht teure Stars einzukaufen, sondern eher eigene Spieler zu entwickeln. Und das ist uns hier gelungen, so wie Wright jetzt zum Beispiel, ein junger Spieler, hier ins Team gekommen ist, der jetzt auch die Chance hat, weil Weihrauch verletzt ist und auch eine Krise durchmacht, sich hier ins Team reinzuspielen. Und jetzt kommt Gene Zimmer für Westendorf. Ja, wir sehen, je länger so ein Let's Play geht, umso mehr tauchen neue Namen in so ein Spiel auf. Spieler, die wir so gar nicht kennen. Und Julian Göttel kommt für Aalschwede. Also bei den Bremern auch neue Spieler im Fokus. Sie versuchen jetzt nochmal alles. Da ist Göttel. Green, der sowieso schon viel Druck gemacht hat, aber die Abwehr steht eigentlich sattelfest. Boswick Jackson. Reno. Versucht es nochmal, kommt hier durch. Ja, schafft das auch. Schöner Schuss aufs Tor. Den muss er abwehren. Jetzt kommt er nochmal in Ballbesitz. Das war nochmal eine Chance. Ich glaube aber gleich ist das Spiel vorbei. Boswick deckt nach hinten gut ab. Aftejai. Schöner Pass jetzt hier auf Wright. Und er versucht es mit einem Distanzschuss aus gut 17, 18 Meter. Aber Militz ist hier auf dem Posten. Und da ist das Spiel vorbei. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Und da sind wir beim Nachbericht. Bester Mann bei uns war Stunis Aftejai hier mit einer 1,5. Insgesamt war es aber auch eine gute Leistung des Teams. Güffelsson hat jetzt nicht so die Bestform erreicht. Wright auch nicht. Aber dafür Kramer, der hier ein Tor geschossen hat. Brinkies mit einer 2,5. Heinze mit einer 2,5. Seitz mit einer 2,5. Also da waren noch einige Spieler, die hier eine gute Leistung gebracht haben. Bei Bremen war es der Torwart Militz. Und wir gucken uns jetzt mal die Ergebnisse des 5. Spieltages an. Da sehen wir, Bayern München gewinnt 1:0 im Duell gegen Borussia Dortmund, was ja immer ein brisantes ist, aber die Dortmunder diese Saison auch schlecht gestartet. Bayern auch nicht so gut in Schuss im Moment. Wir sind, und das ist einfach das Schöne, jetzt auf Platz 3 gerutscht in der Tabelle, haben den Anschluss an die Tabellenspitze wieder hergestellt, also alles wieder im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Wir gewinnen 2:1 gegen Bremen, das Spiel habt ihr gesehen. Schalke spielt 1:1 gegen Hannover. Mainz verliert 0:4. Das ist natürlich eine bittere Niederlage für die Mainzer und wie gesagt, sind am Tabellenende angekommen gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger auch noch nicht so gut in die Saison gestartet, sind jetzt auf Position 9. Dann im Spiel Braunschweig gegen Frankfurt verlieren die Braunschweiger 0:4. Auch sie Tabellenvorletzter und Frankfurt ist auf Position 12 mit der Tendenz jetzt nach oben. Dann haben wir Stuttgart, Spiel 1:1 gegen Freiburg. Das ist das badensische Derby gewesen. Stuttgart im Moment im Abwärtstrend. Freiburg mit Streich auch. Aber ja, das hat beiden nicht viel genutzt, dieses Unentschieden. Nürnberg verliert 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen mit Aufwärtstrend jetzt auf Position 8. Versucht jetzt wieder den Anschluss an die Tabellenspitze herzustellen, während die Nürnberger im Moment auch Tendenz nach unten, also fallend, aber sie sind immer noch auf Position 5, also ein guter Start eigentlich. Was haben wir noch? Wir haben Hoffenheim, verliert 0:1 gegen Gladbach. Gladbacher mit Trend nach oben. Sind jetzt von 6 auf 4 gestiegen und im letzten Spiel trennen sich beide Mannschaften, der HSV und Fortuna Düsseldorf, 1:1. Auch das hilft beiden Mannschaften in der Situation nicht wirklich.
die Spieltagsstatistik. Da haben wir sie. Von uns keiner dabei, ne? Nee. Und bei beste Spieler Robert Putz von Leverkusen, interessanter Mann, wie ich finde, mit 6 Toren auf der ersten Position. Und unser bester Torjäger ist Donis Avdija. Das zeigt auch so ein bisschen oder spiegelt auch so ein bisschen unsere Schwäche im Moment wieder, unsere Sturmschwäche. Unser offensiver Mittelfeldspieler ist unser bester Torschütze und mit 2 Toren ist das jetzt auch noch nicht so der Brüller, aber nach 5 Spieltagen geht das. Und der Notenbeste ist Brinkies. Holla die Waldfee. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächster Gegner ist Freiburg. Das wird eine ganz schwierige Partie. Wir sehen auch hier, der beste Mann ist Konstantinos Mitroglou. Tabelle nach dem Spieltag der letzten Saison, da waren wir Zweiter mit 13 Punkten. Jetzt haben wir 2 Punkte weniger, sind auf 3. Also meine Bedenken, die ich hatte, sind jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, muss ich sagen. Also wir sind ja in der letzten Saison Meister und Meister und Champions League-Sieger geworden. Und wenn das dann diese Saison nur 2 Punkte jetzt nach 5. Spieltag weniger ist, dann ist das ja nicht so schlimm. Es zeigt zwar, dass wir schlechter sind. Und wir haben auch ein Sturmproblem, wir haben auch ein innerbetriebliches Problem in der Mannschaft im Moment, aber ich denke, das können wir beheben. Das müssten wir eigentlich wieder in den Griff kriegen. Gut, dann bleibt mir zu sagen, bei der nächsten Folge wollte ich dann nochmal zeigen, wo so ehemalige Spieler geblieben sind. So, jetzt haben wir hier, Robert Putz gewinnt die Wahl zum Fußballer des Monats September. Und wir gehen raus und ich sage Tschüss.